Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming hier mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 7 Updates, 6 neuen Mods und einer neuen Karte. Bevor wir doch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei LS Schleswig-Holstein für das Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Dieses Video wird präsentiert von allen Kanalmitgliedern. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr dem Kanal die Treue hält. Wir kommen zu den Updates. Und zwar kommt das erste Update für die Karte Niemandsland von Alien Jim. Downloadgröße 79,11 MB, jetzt in der Version von 1.3.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, die folgenden platzierbaren Objekte wurden hinzugefügt. Goldproduktion, Kalkproduktion, Methanproduktion, Blumenzucht-Gewächshaus, Pilz-Gewächshaus. Zwei Anhänger für den Transport von Methan wurden unter der Kategorie Sonstiges hinzugefügt. Das platzierbare Sägewerk wurde überarbeitet und kann nun bis zu 6 Paletten Bretter pro Tag produzieren. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Türen der Fahrzeugwerkschaft zu öffnen und zu schließen. Der Zustand Flug wurde den Bodentexturen als Landschaft hinzugefügt, das heißt, man kann jetzt gepflügtes Feld malen. Bitte beachte, wenn diese Option zum Erstellen von Feldern verwendet wird, geht die Fähigkeit verloren, Steine auf diesen Feldern zu gewinnen. Es ist laut Alien Jim kein neuer Spielstand erforderlich. Das nächste Update kommt für die Karte Butchern von Kalle. Downloadgröße 81,17 MB, jetzt in der Version von 2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, ein neuer Spielstand erforderlich. Ballenträger beim Großhandel vervollständigt, Lesesteine auf Feldern hinzugefügt, 2 zusätzliche Ackerfelder hinzugefügt, eine große Kuhweide hinzugefügt für 120 Tiere, Rundbogenhalle am Hof hinzugefügt, kleiner Kuhstall hinzugefügt, ideal für Aufzucht. Plastersteine im Baumenü als malbare Bodentextur hinzugefügt. Und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Butchern. Das nächste Update kommt für den Massey Ferguson LS 2200 Generation 2 Ballenpressen Pack vom KRKZ Modding. Downloadgröße 13,5 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Aufkleber wurden verbessert, überarbeitete Rundumleuchte, überarbeitete Pick-up-Effekte, die Materialien wurden neu angeordnet, LS 2233 so korrigiert, wie es sein sollte, jetzt LS 2224. Passagierunterstützung hinzugefügt, Chassis-Farboption hinzugefügt, kleinere Fehler behoben. Das nächste Update kommt für den MK2 Conveyor Pack und zwar von Godasaurus X, Downloadgröße 29 KB, in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, der TC816 MK2 sollte jetzt auch nach dem Schlafenschütt gut entladen, wenn man ihm einen Arbeiter zuweist. Möglicherweise müssen Sie den TC816 MK2 verkaufen und erneut kaufen, damit dies ordnungsgemäß funktioniert. Reduzierte Anschaffungskosten. Das Production Revamp Produktionspack von Dritti Saturn kriegt das nächste Update, Downloadgröße 17,04 MB in der Version jetzt von 1.2.0.2 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Setzling-Palette gefixt. Achte auf dein Stroh von Vertex Float kriegt das nächste Update. 15 KB ist die Downloadgröße in der Version jetzt von 1.0.0.8 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, verbesserter und übersichtlicherer Code, Desk-Version aktualisiert, neue Spiel-Screenshots, kleine Fehler behoben, neues Mod-Symbol. Und das letzte Update kommt für den Schneidewerk-Fix von Vertex Float, Downloadgröße 12 KB, in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, verbesserter und übersichtlicher Code, Mod-Beschreibung verbessert, Desk-Version aktualisiert, neue Spiel-Screenshots und neues Mod-Symbol. Und damit kommen wir zu der ersten neuen Mod und zwar heißt diese Multiplayer-Fahrzeugschlüssel, kommt von GTX, Downloadgröße 27 KB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Dieses Multiplayer-Add-on ermöglicht es Spielern, die Schlüssel aus einem Fahrzeug zu entfernen, um zu verhindern, dass es von anderen Spielern gefahren wird. Fahrzeuge, deren Schlüssel entfernt wurden, stehen nun vor dem Schlüsselhalter zum Tabbing zur Verfügung. Tastenbelegung konfigurierbar im Steuerungsbildschirm, Alt-E.
Dieser Mod ist nur für den Multispieler-Modus und wird im Einzelspieler-Modus deaktiviert. Wenn ein Schlüsselinhaber offline ist, kann ein Administrator das Fahrzeug fahren, sodass es bei Bedarf bewegt werden kann. Das Zurücksetzen aller Tasten ist über den Bildschirm Spieleinstellungen möglich. Die Anzahl der Schlüssel, die jeder Spieler halten kann, kann auf dem Bildschirm Spieleinstellungen bis zu einem Maximum von 8 konfiguriert werden. Das ist ein praktischer Mod, wenn man jemanden Zugriff geben möchte oder kann es auch verhindern, dass jemand Zugriff hat zum Fahrzeug, ob schon er Hofmanager hat. Da muss schon ein Admin her. Ich finde das eine gute Sache. Da kann man besser sich schützen, auch vor Missbrauch. Die nächste neue Mod ist die neue Karte und zwar heißt diese Schwarzer Fluss, kommt von Cerro Oito. Downloadgröße 511,69 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Der Text sagt, eine fiktive Region in Europa mit einer kleinen Stadt, einem großen See und einem Fluss, der quer durch die Karte geht. Es gibt 90 Felder, 125 verkaufbare oder kaufbare Flächen, dann gibt es verschiedene Waldgebiete, einen Steinbruch, ein großes Kalkdepot, dort kann geladen und verkauft werden. Dann gibt es einen Bereich mit Gewächshäusern. Dann gibt es platzierbare Flüssigkeitstanks, wie zum Beispiel für Wassermilch, Flüssigdünger, Pflanzenschutzmittel und Diesel und so weiter. Dann gibt es verschiedene Ankaufsstationen. Da gibt es 2 Eisenbahnsilos, 5 Punkte zum Beladen des Zuges. Es gibt eine BGA und alles andere natürlich auch, wie zum Beispiel auch die Standardproduktionen, die verbaut worden sind. Es gibt auch Sammlerstücke und auch natürlich kann an den Windmühlen kostenloses Wasser geholt werden. So, das ist, wenn wir als neuer Farmer starten, kommen wir hier an der Tankstelle raus. Wir haben hier ein Fahrzeug stehen, hat einen Schadensprozent von 40%, hat nur noch 12 Liter Diesel drin. Das heißt, hier muss definitiv sofort getankt werden. Das kann man auch gleich machen. Kann ich ja mal sagen, wird das letzte Mal getankt werden. So, dann tanken wir das mal auf und dann starten wir nämlich schon mit einem Minus oder mit nicht mehr dem vollen Budget. Jetzt haben wir für 134 Euro Diesel getankt. So, das ist, wo wir herauskommen. Das ist hier diese Tankstelle. Wir schauen uns mal kurz die PDA an. Wir können sehen, es handelt sich hier offenbar um eine Vierfachkarte. Also das ist die Karte, wie sie ausguckt, ist ziemlich groß. Feldgrößen ist schwierig gerade jetzt so zu sagen auf Anhieb. Also wir haben hier Parzellen, wir haben hier kleine Felder mit 0,28 Hektar. Wir haben das größte Feld hier wahrscheinlich, ist circa um die 11 Hektar. Das heißt, wahrscheinlich ist es nicht ganz eine Vierfachkarte. Es könnte auch eine ziemlich große Standardkarte sein, also gut ausgenutzt. Das ist auf jeden Fall so, wie sich die Karte anschaut. Wenn wir als neuer Farmer starten, starten wir hier. Also wir gehen gleich zum Hof hin. Das ist unser Hofgebiet. Und dann haben wir diese beiden 3 Felder dazu. 1, 2, 3 sind die Felder, die zum Hof gehören, als Start zum Starten hier auf diesem Hof. Ich würde mal sagen, wir gehen gleich mal zum Farmhaus hin. Das ist das Haute Belleron Farmhaus. Hier gibt es auch die Sammlerstücke, also diese Kassetten. Kann man aufnehmen und dann gibt es 50.000 Euro. Das ist doch wunderbar und sehr schön. Hier haben wir auch schon Kärcher, da haben wir den Hund, der auch da ist. Der Pickup steht an der Tankstelle. Da sind diese Sachen. Hier gibt es einen Unterstand. Wenn wir zum eigentlichen Hof wollen, gehen wir hier den Hang runter und kommen auch gleich zu der großen Halle. Hier stehen ein paar Sachen drin, also das sind Equipment, wir haben einen Tiertransportwagen, wir haben hier in der Werkstatt einen Waldtraktor, wir werden uns gleich das Equipment dann im Detail angucken, wir haben auch ein paar IBC-Tanks hier stehen, das ist wunderbar, das ist auch, einige Sachen sind eigentlich gebraucht hier, also das ist nicht alles 100% neu, ist ja auch nicht weiter schlimm, sondern wir übernehmen ja diesen Hof. Direkt vor dem Hof haben wir auch ein kleines Kalklager. Das ist dieses hier. Das ist alles schon bereitgestellt. Hier kann man mit dem Radlader direkt Kalk in den Bredal einfüllen. Dann haben wir hier auch gleich unübersehbar ist hier unser Hofsilo. Das ist hier ein Flatbottom Bin.
mit den Überladeschnecken, auch wenn es gesagt wurde, dass es ein europäisches Gebiet sei, werden hier Überladeschnecken verwendet. Das scheint mir eher amerikanisch zu sein. Aber auf jeden Fall, wie es ist so, dass wir hier in diesem Anhänger hier bereits eine volle Ladung an Weizen haben. Das heißt, das ist doch schön. Wir fangen hier direkt an mit 18.500 Liter Weizen, die bereit sind, hier hereingeladen zu werden. Also einfacher kann es einem nicht gemacht werden. Hier sind drei Tanks, also hier kann gekauft werden Saatgut und Mineralfutter. Dann haben wir hier Mineraldünger. Da ist auch schon was drin, also bei diesen Silos ist schon jeweils 5000 Liter drin. Hier ist Flüssigdünger drin, natürlich auch 5000 Liter. Und hier kann entsprechend auch noch Wasser und Milch und so weiter eingefüllt werden, bis zum maximal von 100.000 Litern. So, weiter zum Hof. Wenn wir hier weiter rüber gehen, haben wir einen Kuhstall, so wie das ausschaut. Ja, und zwar passen hier 45 Kühe rein und wir haben hier auch schon vorhanden, schon haben wir 35 Kühe sind schon da, also gemischt. Wir haben Holsteiner und Brown Swiss, das sind die, die schon da sind. Die sind auch schon mit Futter versehen und haben auch schon Stroh drin. Die haben auch schon 18 Liter Milch produziert und Gülle haben ja auch schon etwas da. Das heißt, wir fangen hier nicht ganz mit leeren Händen, sondern wir haben einiges da stehen, wie auch ein Misthaufen und ein Durchfahrsilo. Das Equipment, was wir haben zum Starten, ist an der Valtra G105. Dann haben wir den T7er New Holland. Wir haben einen CH7 New Holland Drescher. Wir haben einen Radlader. Dann haben wir den Pickup, den haben wir gesehen. Wir haben einen Rudolf Anhänger. Wir haben ein Schneidewerk für zum Drescher hinzu. Wir haben grober, tiefenlockerer Sämaschine, Walze, Spritze, Düngestreuer. Wir haben ein Mähwerk. Wir haben einen Schwader, Ballenpresse. Wir haben hier bei der Tierhaltung haben wir den Pro-Job. Das heißt, wir können Ballen herstellen und der ist dann da zum Reinfüllen von Stroh in den Stall, in den Kuhstall. Wir haben hier einen Flüssigkeitstankwagen und wir haben hier, das haben wir bereits gesehen, den Tiertransportwagen. Wir haben ein Radladerwerkzeug, eine Palettengabel und eine Schaufel. Wir haben natürlich den Schneidwerkswagen, wir haben Gewicht und wir haben die beiden Überladeschnecken. Das ist das, was zum Hof gehört, wenn wir als neuer Farmer starten. Wir haben es zu tun hier mit dem Standardkalender. Das heißt also, hier gibt es keine Zusatzfrüchte. Und wir haben, wie gesagt, den Standardkalender. Dann haben wir hier auch schon eine Auflistung der Sachen, die wir haben und können auch sehen, dass wir eigentlich alle Produkte verkaufen können. Aufträge sind ebenfalls vorhanden und zwar hat es ziemlich viele Aufträge schon da. Und wir schauen jetzt uns mal an, welche Produktionen insgesamt auf der Karte verbaut sind. Verbaut auf der Karte ist die Zimmerei, also die Schreinerei, die Spinnerei, wir haben hier die Molkerei, dann haben wir hier eine Ecke mit ca. 10-12 Gewächshäusern. Das sind also die großen Gewächshäuser, die verbaut worden sind. Hier gibt es die Käserei, also für die Milch, hier haben wir die Bäckerei und wir haben die Mühle. Hier haben wir das Sägewerk, wir haben hier eine BGA. Wir haben hier die Zuckerfabrik, die Ölmühle und die Müslifabrik. Das sind die Produktionen, die verbaut sind. Ladestationen respektive Abholstationen gibt es hier verschiedenste. Wir haben hier Saatgut, Dünger und Kalk, was gekauft werden kann. Dann haben wir das Siloset, was wir auch an unserem Hof haben, auch da, wo die Gewächshäuser stehen. Dann haben wir hier auch wieder Saatgut, Dünger, Kalk. Hier kann Flüssigdünger und so weiter gekauft werden. Also hier kann man alles in Bulk kaufen. Hier haben wir auch wieder noch Saatgut, Dünger und Kalk. Das heißt, hier kann überall kann dies nachgekauft werden. Also es gibt genügend Versorgungsstellen hier. Tankstelle, das ist die Tiernahrung. Die Tankstelle, Gülle und Markt ist hier. Wir haben hier den Bienenstock und so weiter. Wir haben hier die Elektroladestation und die Tankstelle da, wo wir gestartet sind. Verkaufspunkte gibt es verschiedenst. Also wir haben Lagersilos an den Bahnstationen. Wir haben Lagersilos hier.
Getreidespeicher, wir haben Biomasse Heizkraftwerk, Einkaufszentrum, dann haben wir hier die Pizzeria, wir haben hier ebenfalls ein Restaurant und so weiter. Das sind die Sachen, die hier verbaut worden sind. Wir sind hier ziemlich genau über der Einflugschneise auf den Flughafen in der Nähe. Also ab und zu kommen hier die ganz großen Flieger oben drüber, machen ziemlichen Lärm und verpesten hier auch ein bisschen die Landschaft ab und zu. So, das ist auf jeden Fall, was zu sagen ist hier zu dem Hof. Ich mache mal kurz den kleinen Überflug der Karte, damit ihr ein bisschen einen Eindruck bekommt, was hier vorhanden ist. Wir haben hier natürlich auch ein kleines Wäldchen, das ist gleich hinter dem Hof. Dann haben wir weitere Felder hier, wir haben Wälder hier. Da haben wir die kleinen schönen Felder, die man bebauen kann. Hier kann man verschiedenste Art von Landwirtschaft betreiben. Dann haben wir hier die verschiedenen Verkaufs- oder Kaufpunkte, Produktionspunkte und so weiter. Dann, wenn wir hier rüberfliegen, dann ist das hier der Kaufpunkt für das eben alles, was das Hofgut ist, was man braucht. Flüssigdünger, Dünger, Saatgut etc. Dann haben wir hier die Bahnstation, das heißt hier zum Überladen in den Zug. Hier haben wir die BGA, die kann man, wenn man sie besitzt, kann man die abreißen. Und da könnte man auch die Methan-Biogasanlage hinzubauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, es ist nicht eine Vierfachkarte, da habe ich mich anfangs geirrt. Es ist eine normale Standardkarte, ist aber scheint mir ziemlich groß zu sein. Gibt hier verschiedene Abschnitte, hier gibt es so einen kleineren Abschnitt und dann gibt es noch einen Außenbereich in dem Sinne. Auf jeden Fall Felder gibt es ganz verschiedene und viele. Da soll es nicht mangeln an vorgemachten Feldern. Und ja, das ist dieses Städtchen, was angesprochen worden ist. Dass es in Europa ist, kann man unschwer erkennen, bis auf die Silo-Struktur hier. Die scheint mir doch trotzdem sehr amerikanisch zu sein. Serreuter deutet darauf hin, dass es ein Modder aus Brasilien ist oder aus dem, sagen wir, portugiesisch sprechenden Teil der Welt. Auf jeden Fall, das ist die Karte hier. Wir haben hier den Steinbruch, der wurde anfangs erwähnt. Hier kann man seinen Stein hinbringen. Und hier unter haben wir das große Kalklager. Wäre das hier. Hier kann dann entsprechend Kalk ge- und verkauft werden. Ich würde sagen, das war's zu der Kartentour hier. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich drüber bei Wild West wieder mit den nächsten Mods, die heute herausgekommen sind. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese Lenormand Klinge. Und zwar kommt diese von Agri Design Modding. Downloadgröße 3,21 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist dies ein Schiebeschild, kommt mit dem Gewicht von 498 Kilo, einer Arbeitsbreite von 2,50 Meter und kostet 2450 Euro. Hier kann ein Gitter hinzugebaut werden, ja oder nein. Und da sind die Optionen, die wir hier mit haben. Die nächste neue Mod heißt Pöttinger Top 611A, kommt von Agrar Design Austria, Downloadgröße 18,24 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ich kann dazu sagen, dieser Mod ist nicht heute rausgekommen, sondern am Sonntag. Das war sehr komisch, dass am Sonntag eine Mod herausgekommen ist, eine einzige. Und natürlich habt ihr schon gesehen, dass am Samstag Maze Plus gekommen ist. Wir haben ja auch schon einen ersten Teil von einem Livestream gemacht, wo wir das ganze Thema aufrollen. Wir machen auch heute Abend wieder den zweiten Teil, damit wir hoffentlich alles besprechen können, was mit Maze Plus zu tun hat. Und ja, wir hoffen, dass wir dann im Verlauf der nächsten paar Wochen und Monate eventuell wirklich jedes einzelnen Teil dieses Maze Plus noch detaillierter ansehen können. Sei es in Let's Plays oder in speziellen Videos. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier weiter mit dem Eurotop 611A. Und zwar ist dies ein Schwader mit dem Gewicht von 1,6 Tonnen, braucht 50 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6,20 Meter, 15 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 20.000 Euro. Da gibt es hier den Modelltyp TopTech Plus oder den Eurotop, das ist den ich hingestellt habe. Ist im Prinzip nichts anderes, als dass sich hier ein bisschen was verändert. Ist also nicht großartig die Änderung, sondern eher vom Design her. Schutzhülsen können hinzugebaut werden, ja oder nein. Bei Behälter und Unterlenkskugel können die entfernt werden oder nur Unterlenkskugeln, nur Behälter und so weiter und so fort. Das sind diese beiden Optionen.
Bei der Designfarbe können wir wählen zwischen gelbem Gummi und gelbem Plastik. Das kennen wir schon von Agrar Design Austria, wenn sie Pöttinger Sachen bringen. Die nächste Neumod heißt Lizard 24202, kommt von Axari, Downloadgröße 32,21 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser LKW kommt mit einer Leistung von standardmäßigen 300 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 480 Litern, 70 Litern DEF, 80 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und kostet 62.000 Euro. Die Stoßstange vorne kann verändert werden, vom Typ 1 zum Typ 2. Dann gibt es die Motorenausführung, gibt es den 6567 mit 300 PS und dann gibt es eben die Cheat-Version davon, die hat dann 600 PS. Reifenvarianten gehe ich einfach mal durch, kann ich mal ein bisschen weiter durchklicken, gibt hier sehr spaßige und sehr coole Sachen. Dann gibt es bei der Hauptfarbe diese Farbpalette hier und das war es dann auch schon mit den Konfigurationsmöglichkeiten zu diesem LKW. Die nächste neue Mod heißt Pizza Produktion, kommt von Nike, Downloadgröße 4,8 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese findet man im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Das ist dieses Gebäude hier, das ist die Pizzeria. Die kostet zum Hinstellen 60.000 Euro. Dann gibt es im Silos gibt es eine Lagerstelle, eine Lagerung für die Pizzas. Das heißt also, hier kann im Prinzip Pizzas produziert werden, kann dann hier zwischengelagert werden und dann verkauft werden. Denn unter Produktion und Verkaufspunkte gibt es die Pizza-Verkaufsstelle. Hier hätte man eventuell ein bisschen, sagen wir mal, ideenreicher sein können, wo man das hinbringt. Nicht einfach so hier in den Schacht, sondern vielleicht auch ein kleines Gebäude. Auf jeden Fall, hier ist die Verkaufsstelle. 1.000 Euro kostet diese zum Platzieren. Und das ist im Prinzip alles, was zu dieser Produktion zu sagen ist. Also wir schauen uns jetzt hier mal an. Das ist hier die im Prinzip das Lager. Das ist wie ein zusätzliches Silo. Und das ist im Prinzip das Hauptgebäude. Das heißt Ciao Bella Pizzeria. Das ist ja sehr schön italienisch. Hier können wir herstellen Pizza Margherita, Kartoffelpizza, Pizza mit Ei und die Marinara. Und zwar braucht es hier Mehl, Tomaten, Käse, Olivenöl, Kartoffel und Eier. Das sind also die verschiedenen Pizzen, die man herstellen können und die Produkte dazu. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod für heute. Und zwar heißt dieser Lager für Trauben und Oliven, kommt von Zottel Zockt. Downloadgröße 1,5, 3 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar sind diese zu finden unter Gebäude und Silos. Da gibt es für Trauben einmal klein, mittel und groß. Und zwar verhält sich das so: groß heißt 1 Million Liter, dann mittel heißt 500.000 Liter und klein heißt 10.000 Liter. Und zwar einmal für Trauben und dasselbe gilt auch für die Olivenlager. Das heißt also, für alle drei haben wir drei Optionen: groß, mittel oder klein. Kostenpunkt zum Platzieren zwischen 5.000 und 25.000 Euro. Dann die Unterhaltskosten pro Tag liegen bei zwischen 30 Euro für die kleinsten und 75 Euro für die großen Lager. Hier kann man aufmachen und dann sieht man auch, was da hier reinkommt. Hier kommen Trauben rein. Hier kann man auch mal aufmachen, kann man beidseitig aufmachen und hier kommen die Oliven rein. Ja, man muss hier also aufmachen, damit der Trigger rauskommt. Das ist, finde ich, sehr cool gemacht. Wenn ich sie dazu mache, dann verschwindet auch der Trigger. Genau, dann ist der Trigger wieder weg. Man kann das beidseitig machen, aber auf jeden Fall ist es cool, dass es der Trigger nur dann herauskommt, wenn die Türen offen sind. Das war es dann auch schon wieder für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Falls du keine weiteren Videos zu den Mods, die täglich herauskommen, verpassen möchtest, dann hol dir das kostenfreie Abo ab. Überlege dir, den Kanal zu unterstützen, indem dass du Mitglied wirst oder eben auch ein Trinkgeld dalässt. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen wieder mit den Mods von morgen. Und vielleicht auch heute Abend, je nachdem, wann du das Video siehst, zu dem zweiten Teil, zu der Mod Maze Plus, die wir heute im Livestream angucken werden. In dem Sinne würde ich sagen, bis morgen, danke, tschüss und hasta luego.